Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und die Partie wurde soeben angepfiffen von Marco Goldmann. Die Gäste von rechts nach links. Wuppertaler SV in den schwarzen Trikots. Und die Heimelf RWO komplett in Rot. Und jetzt aber Wuppertal und Robin Benz mit der ersten Parade. Das erste Eckball, Hagemann. Kommt er nicht ran. Jetzt vielleicht im zweiten Versuch. Ja, boah, schön gemacht und Fallrückzieher-Tor. Wuppertal führt 1:0. Was für eine Hütte. Und da freuen wir uns gleich auf die Wiederholung. Schön Stiepermann und dann Fallrückzieher. Leon Schwers. Also Stiepermann mit ganz viel Gefühl und dann Leon Schwers. Fast Zlatan-like. Nils Winter. Ja, probiert's einfach mal. Und sehr, sehr schöne Parade von Patzler. Gefällt mir echt super. Und auch dieser Ball kommt noch fast an. Und nächste gefährliche Aktion. Marco Stiepermann testet Robin Benz. Jetzt die Ecke und Latte. Zweiter Versuch. Aber den hat Robin Benz. Stiepermann. Ja, mit viel Gefühl da wieder unterwegs. Hagemann. Versucht's mal und Benz. Klärt ihn ein bisschen ungelenk. Ah, und Tobi Peitz mit einem sehr ungenauen Abschluss dann aus der zweiten Reihe. Nachschuss wieder Doro und Anton Heinz. Ja, Anton Heinz macht's. Schön gemacht. Ja, hohes Bein, jetzt nochmal Chance und jetzt gibt es hier Gelb und müsste es Elfmeter geben. War gerade viel auf einmal. Dann Heinz erstmal diese Kopfballchance, dann ja gut. So ist es nun mal. Hohes Bein, Philipp Hanke gegen Doro. Anton Heinz, der das eben selbst mit seinem Freistoß eingeleitet hat, tritt an. Heinz gegen Patzler. Anton Heinz. 1:1. Oberhausen ist erstmal wieder da. Da ahnt Patzler sogar noch die richtige Ecke. Aber Ball geht rein und ja, erstmal Gleichstand. Schöner Ball, Anton Heinz. Und Patzler segelt vorbei. Ja, gut gemacht, Demming. Jetzt vielleicht mal. Und
Güler mit dem 2:1 für die Gäste. Und auch das hat er sich jetzt nicht wirklich angedeutet, denn wie auch eben nochmal besprochen, waren sie schon sehr gut, die Hausherren, aber dann kommt Wuppertal jetzt zurück. Ah, Oktay Dahl, der eingewechselte Spieler mit der Vorlage. Oh, das war unüberlegt. Doro auf Mai und Patzler hat ihn noch. Also da wäre es das zweite Mal aus dem Nichts gewesen. Güler hat immer noch Platz, Güler, und nun, ja, abseits. Vielleicht jetzt nochmal Winter. Winter tankt sich durch. Winter, Kreier! Und das ist das 2:2. Sven Kreier per Kopf nach einem grandiosen Lauf von Nils Winter, der sich da durchtankt. Und dann ist es Sven Kreier mit seinem 14. Saisontor. Die beiden, die nicht mal gestartet haben heute, beide nicht komplett fit. Und dann stolpert er noch über seinen Kollegen Anton Heinz. Ja, war wohl nicht genug. Oder schon geschubst. Aber Marco Goldmann sagt, das war nicht genug. Ja, da beschwert er sich nochmal. Aber das Spiel ist zu Ende. 2:2 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.